Die Stimmung ist nach wie vor gut im Trainingslager der Lilien. Nach einer Kniespiegelung stieg Jan Rosenthal am Montagnachmittag wieder ins Training ein. Und auch Peter Niemeyer, der wegen Beschwerden an der Achillessehne pausiert hatte, konnte wieder Vollgas geben. Den Torschusswettbewerb gewann jedoch Rückkehrer Tobias Kempe. Der 28-Jährige ist nach einem Jahr beim FC Nürnberg wieder zu den Lilien zurückgekommen und fühlt sich sichtlich wohl bei seinem alten Verein. Tobi, wieder zurück beim SV Darmstadt 98. Wie ist es? So, als wärst du nie weg gewesen oder doch ein bisschen anders? Naja, ich muss sagen, als wäre ich nie weg gewesen. Sehr vertraut alles, ein sehr vertrautes Umfeld. Als ich in Darmstadt wieder reingefahren bin, habe ich mich direkt wieder wohlgefühlt. An alter Wirkungsstätte. Und auch die Jungs, auch die neuen Jungs sind super drauf. Das ist eine Top-Mannschaft. Haben mich alle sehr gut aufgenommen. Und wie gesagt, ich kenne das Umfeld ja schon. Und ich freue mich, wieder hier zu sein. Du kennst ja das Bölle natürlich auch gut. Das war ja ein großes Thema jetzt zuletzt, wie das da alles weitergeht. Wie siehst du das Bölle und vielleicht, jetzt wo du auch mal wieder woanders warst, wie viel Bock hast du wieder aufs Bölle? Mega. Ich habe es richtig vermisst. Also ich habe die Atmosphäre vermisst. Ich habe es einfach komplett vermisst, da zu spielen von den Zuschauern, von den Heimfans. Ist ja immer eine grandiose Stimmung. Ich habe das natürlich auch letztes Jahr total verfolgt. Habe mir auch jedes Spiel im Fernsehen angeschaut und einfach wie die Fans einfach trotzdem hinter der Mannschaft standen, ist einfach unglaublich. Und ich freue mich einfach riesig aufs erste Heimspiel gegen Fürth. Ja, ich kann es kaum erwarten.